2G im Einzelhandel, das sorgt ehrlicherweise öfter mal für eine längere Schlange, denn Nachweis rauskram, Perso rauskram, das dauert halt seine Zeit. Einfacher machen soll es da das 2G-Bändchen. Das gibt es hier auch in Limburg und ist, wie man hinter mir also unschwer erkennen kann, grell pink. Limburg und du steht drauf. Und damit, ich habe es mal ausprobiert, kommt man hier super einfach in die Geschäfte rein, kann an den Schlangen vorbeigehen und sagen, hier, ich habe mein Bändchen, ich gehe durch. Und mit Hilma von Schenk vom Stadtmarketing in Limburg habe ich mal gesprochen, wie kommt denn das Ganze an? Also mein Eindruck ist, dass die Bändchen die Schwelle oder die Hemmschwelle, die Stadt zu besuchen, deutlich gesenkt hat. Wir haben allein am Christkindlmarkt 5.300 Bändchen am ersten Wochenende rausgegeben. Das spricht schon für sich, denke ich. Wir müssen aber auch kurz über das Thema Sicherheit sprechen, denn diese Papierbändchen, nichts anderes sind die, kennen wir alle noch von der Kirmes oder vom Altstadtfest. Wie sicher sind die? Wir halten die Bändchenlösung für ziemlich sicher. Ich habe einen Selbstversuch vorgenommen. Ich kann das Bändchen nicht zerstörungsfrei abnehmen. Sie sind zusätzlich gebrandet mit einer Marke, die wir hier in Limburg mit den Einzelhändlern gemeinsam entwickelt haben. Und wir haben aber auch noch eine fortlaufende Nummerierung. Das heißt, wir können jederzeit feststellen, wo wurde das Bändchen ausgegeben und wurde da eventuell nicht richtig gecheckt. Die 2G-Bändchen sind mittlerweile schon in mehreren hessischen Städten in Gebrauch, zum Beispiel in Alsfeld. Hier in Limburg, wie gesagt, Wiesbaden und Kassel machen mit.